Insbesondere in den Kosovo, um dort die terroristische Kosovo-Befreiungsarmee zu unterstützen. Man engagierte sie und bezahlte sie monatlich. Viele bosnische Mudschahedin waren in die großen Terroranschläge der letzten 5 Jahre involviert. Was nun den 11. September betrifft. 5 von 7 Arabern, die im Mittelpunkt des Komplotts standen, waren ehemalige Mujahedin-Kämpfer in Bosnien. 5 von 7. Niemand spricht davon. Jeder, der bereits ein Visum für die Einreise in die USA beantragt hat, weiß, dass man hier extrem detaillierte Informationen angeben muss. Nicht so am US-Generalkonsulat von Jeddah. Wie Michael Springman, ein ehemals hochrangiger Beamter im dortigen Visabüro, enthüllte, beschäftigt dieses zahlreiche Undercover-CIA-Agenten. Man gibt viele Visa nur allzu locker an sehr verdächtige Personen aus. Eine sehr gute Kontaktperson aus der Wirtschaft sagte mir, hätte ich ein Wort gegenüber dem Inspektionsteam des Außenministeriums verloren, das die Vorgänge im Konsulat untersuchte, wäre ich fristlos entlassen worden. Nun, genau dieses Büro in Jeddah stellte viele der 15 Visa aus, mit denen die Flugzeugentführer in die USA einreisten. Keiner der 15 Visa-Anträge entsprach den US-Einreisebestimmungen. In das Feld Aufenthaltsort etwa schrieben viele Hotel, New York, Kalifornien, einer sogar Nein. In un caso addirittura semplicemente no. Es war Usus, den Al-Qaida-Terroristen bei der Einreise in die USA zu helfen. Sie kamen, um Training zu erhalten. So ging das über Jahre und so war es auch bei den Flugzeugentführern vom 11. September. Sechs der Terroristen wurden in US-Militäreinrichtungen ausgebildet, darunter auch Mohammed Atta. Er besuchte die internationale Offiziersschule auf der Maxwell-Luftwaffenbasis. Man besuchte die Maxwell-Luftwaffenbasis in Alabama, die Brooks-Luftwaffenbasis in Texas, kontaktierte den Pensacola-Flottenstützpunkt, besuchte die Sprachschule vom Geheimdienst des Pentagons in Monterey, Kalifornien. Die Geheimdienste hatten die Leute unter ihren Fittichen. The hands of intelligence are all over these people. Fazit ist, die Flugzeugentführer trainierten und kämpften in Ex-Jugoslawien, wofür sie von einer Söldnerfirma bezahlt wurden, die mit dem Pentagon in Verbindung stand. Die CIA beschaffte ihnen Visa für die Einreise in die USA. Sobald sie in Amerika waren, taten sie, was sie konnten, um erkannt zu werden und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Denn sie waren sicher, ungestraft davonzukommen. Sie trainierten auf US-Luftwaffenbasen und gingen in Flugschulen, auch wenn sie nicht fliegen lernten. Alle Zeugenaussagen zu diesen Flugstunden weisen darauf hin, dass diese Männer absolut unfähig waren, selbst kleine Flugzeuge zu manövrieren. Mohammed Atta etwa mietete einen Flieger in einer Flugschule, aber er konnte ihn nicht einmal starten. Er ließ ihn auf der Rollbahn stehen und ging weg. In affitto per un giro, ma a quanto pare non riesce neppure a farlo decollare, lo pianta quindi sulla pista e va via. Was 2 andere Piloten betrifft, so erzählte ihr Ausbildner Rick Grasser gegenüber Ermittlern und der Presse, er verstehe nicht, wie die beiden ein Flugzeug steuern hätten können. Er sagte wörtlich, sie hätten sich dumm und dümmer angestellt. Zwei FBI-Agenten, Colleen Rowley in Minneapolis, Minnesota, und ein weiterer Agent in Phoenix, Arizona, schickten Nachrichten an das FBI-Hauptquartier in Washington. Darin hieß es in etwa, passt auf, es gibt viele Araber, die an Flugschulen eingeschrieben sind. Der erste Flugausbildner, der im FBI anrief, ging ein großes Risiko ein. Der, den er als verdächtig meldete, war damals ein zahlender Kunde. All diese Flugschulen waren bis zu einem gewissen Grad von ausländischen Piloten abhängig. Und er denunzierte einen zahlenden Kunden.
Diese Person ist sehr verdächtig. Es gab eine Reihe von Fakten, die darauf hinwiesen, dass Moussaoui ein Terrorist war. Er wollte lernen, wie man fliegt, aber nicht, wie man startet und landet. Ich habe nie eine derart ungewöhnliche Person gesehen, die Flugunterricht nehmen will. Colleen Rowley informierte sofort ihre Vorgesetzten in Washington. Aber nichts passierte. Die Ermittlungen wurden blockiert. Mir sind keine Warnsignale bekannt, die auf derartige Operationen in unserem Land hindeuten. Im Mai 2002 schrieb ich ein 12- bis 13-seitiges Memorandum an den FBI-Direktor. Darin widerlegte ich sinngemäß, dass der 11. September nicht zu verhindern gewesen wäre. Der stellvertretende Direktor des FBI, ein gewisser Picard, versuchte im Sommer vor den Anschlägen Generalstaatsanwalt Ashcroft über Terrorverdachtsmomente zu informieren. Und zwar wiederholt. Das erste Mal zeigte Ashcroft wenig Interesse an Terrorismus. Tatsächlich stufte er Terrorismus im August 2001 mit geringster Priorität ein. Irgendwann sagte Ashcroft zu Picard, ich will nichts mehr von Terrorismus hören. Als ich nach dem 11. September hörte, dass die Flugzeuge in die Zwillingstürme und das Pentagon gekracht waren, sagte ich, oh mein Gott. Nach Angaben der Los Angeles Times waren die Täter dieselben, die ihre Visa von dem US-Generalkonsulat in Jeddah erhalten hatten. Ich rief beim FBI an und erzählte den Leuten das Grundprinzip des Visa-Beschaffungsprogramms für Terroristen. Ich tat das. Und danach rief ich immer wieder an. Ich wurde von einer FBI-Stelle zur nächsten weiter verbunden, bis ich bei der Außenstelle in Washington landete. Dort sagte man mir, wir rufen zurück. 6 Jahre später warte ich noch immer. Wir erhielten die Tonbänder, die 3 Monate vor dem 11. September 2001 in unserer Abteilung einlangten. Sie kamen von einer anderen Außenstelle, einem iranischen Informanten, der schon damals 10 Jahre im Dienst des FBI gestanden war, seit 1991 oder 92. Im April 2001 meldete der Informant dem FBI, man habe ihm in einer anderen Causa mitgeteilt, dass Al-Qaida und Bin Laden einen Anschlag auf die USA vorbereiteten, der 5 Großstädte betreffe und Flugzeuge involviere. Der Anschlag fände im Laufe der nächsten paar Monate statt. Agenten nahmen die Informationen auf, erachteten sie als wichtig und füllten Formulare aus. Dann gingen sie ins Hauptquartier und reichten den Akt an ihre Vorgesetzten weiter. Nichts geschah. 2 Monate später trafen die Agenten den Informanten erneut. Er fragte, haben Sie meine Informationen berücksichtigt? Sie kamen von sehr zuverlässigen Quellen. Und die Agenten sagten, ja, wir gaben sie unseren Vorgesetzten. Doch niemand verfolgte die Sache weiter. 1996 durchsuchten die philippinischen Behörden den Laptop von Ramzi Youssef und fanden den Plan zur Operation Bochinca. Darin sprach man von Flugzeuganschlägen auf das Pentagon, das Weiße Haus, das Kapitol, das CIA-Hauptquartier und die Zwillingstürme. Im Oktober 2000 veranstaltete das Pentagon eine Schutzübung mit der Feuerwehr, bei der man einen Flugzeugangriff auf das Pentagon simulierte. Die Feuerwehrhelfer probten die Anfahrt und den Einsatz vor Ort. Die Anschläge kamen nicht aus heiterem Himmel. Man erwartete sie und traf Vorbereitungen. Eine der häufigsten Aussagen der Bush-Administration lautete, wir wurden von den Anschlägen überrascht. Questi attacchi ci hanno colto di sorpresa.
Es hätte wohl niemand vorhersehen können, dass sie ein Flugzeug entführen, um es als Lenkwaffe zu verwenden.